Oberösterreichs Landeshauptmann, Stellvertreter Manfred Heimbuchner und Sicherheitslandesrat Elmar Potkoschek informierten im Zuge einer Pressekonferenz über die Kriminalitätsentwicklung in Oberösterreich. Die Kriminalität in Oberösterreich ist im vergangenen Jahr dramatisch angestiegen. Die zweitstärkste Zunahme von Straftaten im Bundesländervergleich ist für die FPÖ Oberösterreich nicht hinnehmbar. Wir sehen gerade am ländlichen Raum, wie hier die Polizei ausgedünnt worden ist. Das Land ist nicht sicherer dadurch geworden. Das hat man den Leuten versucht einzureden. Das wäre so, wie wenn ich sagen würde, es gibt weniger Schulen und die Bildung würde besser werden. Wir brauchen mehr Polizei alleine, um die Abgänge aufgrund der Pensionierungen einfach auch wieder zu kompensieren. Das heißt, wenn wir sagen mehr Polizei, dann heißt das in erster Linie mal, dass wir dafür Sorge tragen, dass nicht noch weniger wird. Bei den Sommergesprächen wurden Ihre politischen Mitbewerber eher mit Sanfthandschuhen angesprochen zum Thema Zusammenlegung Polizei und Bundesheer in ein Sicherheitsministerium. Wie stehen Sie dazu? Ich sehe das sehr, sehr kritisch. Die Landesverteidigung, die äußere Landesverteidigung hat einen anderen Zweck wie das Innenministerium. Und das wäre mir persönlich zu viel Macht in einer Hand. Auch aus rechtsstaatlichen, demokratiepolitischen Überlegungen gefällt mir das nicht. Die Polizei in Oberösterreich hat zwei Spezialeinheiten, die Cobra und dann auch eine Sondertruppe, die jetzt vom Landespolizeidirektor ins Leben gerufen wurde, die überall einsetzbar ist. Merkt man da schon, dass die Sicherheit oder das Sicherheitsgefühl gestiegen ist? Ich glaube, das wird man in erster Linie die Bürger fragen. Die haben nicht den Eindruck, dass sich etwas verbessert hat. In Österreich gab es im Jahr 2016 insgesamt 537.792 Straftaten. Das ist ein Anstieg gegenüber dem Jahr 2015 um 3,8%. In Oberösterreich wurden 2016 insgesamt 66.241 Straftaten angezeigt. Das entspricht einem Anstieg der Straftaten um 5,7% im Vergleich zum Vorjahr. Damit liegt Oberösterreich im Kriminalitätszuwachs bundesweit an zweiter Stelle, hinter dem Land Salzburg und 1,9% über dem Bundesdurchschnitt. Den stärksten Kriminalitätsanstieg in Oberösterreich gab es in Linz mit 18,8%, in Steyr mit 14,6% und in Kirchdorf an der Krems mit 9,2%. Statistiken, die von der Landespolizeidirektion oder vom Innenministerium kommen, besagen, dass die Kriminalstatistik zurückgeht. Werden hier zum Beispiel Bandendiebstähle oder Bandenkriminalität als eine Straftat bezeichnet oder sind das dann, wenn es fünf sind, fünf Straftaten? Ja, genau, das ist eben der Punkt, dass teilweise in der Statistik das nur als ein Deliktpunkt aufscheint. Wäre ich Innenminister, würde wahrscheinlich ähnlich meine Statistik so aufbereiten, aber ich glaube, die Bevölkerung hat ein Anrecht darauf, dass sie die Wahrheit wirklich erfährt und daher bin ich immer bei Statistiken, die vom Innenministerium kommen, sehr skeptisch und nachdem ich auch lange Jahre im Parlament war und einige parlamentarische Anfragen gestellt habe, haben wir immer wieder festgestellt, wenn man mehrere Fragen stellt, dann bekommt man auch auf Umwegen die Wahrheit heraus. Aber die offiziellen Statistiken sind aus meiner Sicht sehr oft hinterfragenswert. Herr Landesrat, wenn man Medienberichte verfolgt, wird gerade bei jugendlichen Straftätern immer mehr der Psychologe gefordert. Was glauben Sie, ist es wichtiger für diese Leute mehr Psychologen zu haben oder im Vorfeld mehr Polizisten? Ich glaube, sowohl als auch. Viele jugendliche Straftäter werden deshalb straffällig, weil auch eine Erosion unserer Gesellschaft stattfindet. Das kann man nicht wegleugnen. Und zweitens, durch die Migrationskrise sind halt sehr viele Jugendliche zu uns gekommen, die in einer völlig anderen Welt sozialisiert wurden und eine völlig andere Einstellung auch teilweise zum Eigentum und zum Leib und Leben haben. Und da bedarf es natürlich auch strenger Regeln des Staates. Bei Verletzungen des Gesetzes gegen Leib und Leben sind die Statuarstädte in Wales fast bei 30%, was ausländische Straftäter betrifft. Wie kann man das verbessern? Ja, indem man natürlich eine wirkliche Integration macht. Und für mich ist es ein klares Zeichen, dass
eine Multikulti-Gesellschaft gescheitert ist. Und man muss einfach Zuwanderern, und das sind alles Zuwanderer, klar machen, es gibt halt eine sogenannte Leitkultur und der haben sie sich anzupassen. Dann ist es nur eine Frage von wenigen Jahren oder Generationen, bis das dann auch wieder funktioniert. Nur wenn wir eine Parallelgesellschaft zulassen, dann wird sich die Situation nie ändern. Folgende Möglichkeiten und Maßnahmen sind aus der Sicht der FPÖ geeignet, um der ausufernden Kriminalität zu begegnen: Anhebung der Strafrahmen im Jugendstrafrecht.